Hallo Freunde des Tabletops und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Tabletop Hebeberg. In unserer heutigen Folge zeige ich euch, wie man mit einfachen Mitteln einen Gin Marco bauen kann für eure Spieltische. Bleibt dran und wir sehen uns am Ende des Videos. Für unsere heutige Folge benötigen wir neben den üblichen Bastelmaterialien Stoffreste, Zahnstocher, Holzleim, eine Holzbase und Stopfgarn. Im ersten Bauabschnitt bauen wir uns aus einer Schrankrückwand eine Base. Dazu messe ich mir alles ab, die Größe, die ich brauche, und schneide das Ganze aus, so wie hier. Das hat jetzt eine Breite von 20 cm und 13 cm. Dann habe ich die Ecken abgerundet und auch die Kanten abgeschrägt. Dann habe ich mir im Abstand auf einer Seite von 4,7 cm Punkte gesetzt. Und die anderen Punkte jeweils 5 cm. So, dort sind es auch 5 cm. Dann habe ich mir Zahnstocher genommen. Dort habe ich unten die Spitze abgeknipst. Und dann Pi mal Daumen ausgemessen, wie hoch die sein sollen. Also habe ich eine Miniatur genommen als Messhöhe, da die Balken größer sein sollten als die Miniatur. Und das wird auch abgeknipst. Das mache ich, bis ich alle habe. Dann nehme ich mir hier einen Bohrer und bohre Löcher in die zuvor markierten Stellen rein. Legt euch da unbedingt ein Holzbrett runter, sonst versaut ihr den ganzen Tisch. Und dann habe ich hier etwas Holzleim und meine Zahnstocher. Und diese klebe ich nun in die Löcher rein. Das mache ich, bis ich alle Löcher gefüllt habe. Das Ganze muss jetzt erstmal gut durchtrocknen. Nachdem das getrocknet ist, habe ich hier etwas Stopfgarn. Ich habe braun genommen, dann muss ich das nicht mehr groß anmalen. Dann nehme ich mir ganz viel ab. Dann habe ich hier Sekundenkleber. Den mache ich oben an dem Zahnstocher ran und binde den Stopfgarn einfach oben drum. Fixiere das nochmal mit Sekundenkleber und das mache ich jetzt auch einmal, bis ich komplett rum bin. Aber lasst einen Eingangstor frei. Und das Ganze kann man auch noch mit Sekundenkleber fixieren. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Dann habe ich hier schon die Base gebased mit Holzleim und Kies. Um den Stopfgarn noch etwas mehr Stabilität zu verleihen, habe ich ihn mit Holzleim eingeschmiert. Das macht den Stopfgarn schön fest. Dann geht es zur Grundierung. Dazu nehme ich mir schwarze Abtönfarbe, einen Schuss Braun und etwas Holzleim und Wasser. Das Ganze vermische ich dann. Und bemale damit die ganze Base. Wenn das getrocknet ist, habe ich hier ein Beige. Und damit wird die ganze Base noch einmal trocken gebürstet. Dann habe ich hier meinen Stoff. Ich habe einen weißen genommen. Da könnt ihr aber einen nach beliebiger Farbe nehmen, so wie ihr den Stoff am Gin Marco gerne haben möchtet. Dieser ist bei mir 3,5 cm hoch. Den markiere ich mir.
und setzen wir verschiedene Punkte, die werden dann komplett verbunden und mit einer Schere ausgeschnitten. Hier ist jetzt mein Stück Stoff und dieses lege ich erstmal rum und gucke, ob das Ganze passt von der Höhe. Das sieht aber ganz gut aus, ja, gefällt mir. Jetzt lasse ich dann so etwas dran. Dann setze ich auf den Garn Sekundenkleber und auf den Balken bzw. Zahnstocher Sekundenkleber, aber das mache ich immer abschnittweise. Da lege ich dann das Stofftuch einfach rum, drücke das ein bisschen an. Das mache ich dann auch komplett für das ganze Gianmarco. Immer wieder Pfahl für Pfahl. So, und so sieht das Ganze dann aus, wenn es trocken ist. Vorne die Enden zum Tor, die habe ich dann abgeschnitten, einfach mit einer Schere. Um dem Stoff noch etwas Stabilität zu verleihen, habe ich hier etwas Bastelleim genommen. Den großzügig mit Wasser vermischt. Und diese Mixtur habe ich dann auf den ganzen Stoff übertragen, sodass der Stoff noch Stabilität kriegt und fest wird, aber die Struktur nicht verliert. Wie gesagt, das mache ich dann für den gesamten Stoff. So schaut das Ganze aus, wenn es getrocknet ist. Das ist jetzt richtig schön fest und stabil. Und hält trotzdem noch cool aus von der Struktur. Dann habe ich etwas weiße Farbe. Auch wieder Abtönfarbe. Mit Wasser gemischt etwas. Und damit wird der Vorhang, da der so ein bisschen grau geworden ist, trocken gebürstet. An manchen Stellen. Dann habe ich hier schon einen schwarzen Strich rumgemalt. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt, je nachdem, auf was ihr Lust habt. Ihr könnt da auch noch verschiedene Muster aufmalen oder so. Da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja, mit Holzleim und elektrostatischem Gras und das Ganze begrast. Und damit ist es auch eigentlich schon fertig. Jetzt folgen die Beauty Shots. Viel Spaß dabei. So, Freunde des Tabletops, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Habt ihr auch schon Engine-Marken gebaut? Dann zeigt uns das, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt uns ein Foto, wir freuen uns drauf. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle möglichen Links von uns, da könnt ihr gerne mal durchklickern und durchschnökern und kicken. Jo, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei den Asia Weeks und denkt immer dran, make Tabletop.